Das ist unser Zimmer. Dann schimm mal rein. Zu. Wo sind die alle? Was ich für Erwartungen habe, also zum einen meine Englischkenntnisse, die sich, denke ich, durch den Aufenthalt deutlich verbessern werden. Und dann eventuell halt die beruflichen Orientierungen, die wir jetzt zugeteilt kriegen. Mein Englisch zu verbessern, neue Leute kennenzulernen, die Kultur und Schottland auch generell. Da ich für meine Zukunft schon geplant habe, eventuell auch nach Großbritannien zu ziehen, beziehungsweise dort zu studieren oder auch zu arbeiten. Das heißt, ich würde mir schon Kenntnisse über das Land aneignen und eben auch mit der Sprache dort zurechtkommen. Also auf jeden Fall erwarte ich schon mal, dass mein Englisch sich um einiges verbessern wird und auch neue Erfahrungen sammeln werde, was den Umgang mit anderen Kulturen angeht. Die Arbeitswelt ist dort auch anders und ich freue mich einfach sehr, weil das so neu für mich ist. Ja, ich erwarte viel davon zu lernen. Das sind nämlich auch noch die verschiedenen Berufsmöglichkeiten, die ich in dem College dort angeboten bekommen werde. Dort kann ich schon verschiedene Erfahrungen sammeln, mich eventuell auch beruflich orientieren. Und dass ich dann auch einmal das schottische Leben kennenlerne und halt die unterschiedlichen kulturellen Sachen. Weil da sind ja nicht nur schottische Schüler, sondern auch aus unterschiedlichen Ländern. Das finde ich ganz interessant, deswegen habe ich mich auch dafür beworben. Ja, also meine Ängste sind im größten Teil erstmal die Englischkenntnisse, dass ich da vielleicht nicht zurechtkomme und dann, dass ich vielleicht so mit dem, was ich dort machen muss, ein bisschen überfordert bin. Ja, dass ich mich in irgendeiner Weise blamiere oder dass ich vielleicht irgendwas nicht kann und dass ich das vielleicht nicht so gut verstehe in Englisch auch. Dass ich Heimweh kriege. Man als Nazi abgestempelt wird, weil die Deutschen werden sehr oft in anderen Ländern so bezeichnet. Also Ängste habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keine, weil ich bin eher sozusagen ein spontaner Mensch und was auf mich zukommt, das kommt halt auf mich zu und das werde ich dann halt auch kennenlernen. Dass es Missverständnisse geben wird, dass ich zum Beispiel Heimweh bekomme oder mich nicht mit den anderen verstehen kann, halt durch meine wenigen Englischkenntnisse und dass das Essen nicht schmeckt.